Und in Klammern, ja, dieses riesige Super-Bösewichts-Logo, was sie überall aufgehängt haben, hat ihn doch schon irgendwie irritiert. Ja, er macht sich da eben halt etwas Sorgen. So, er hat sich dann letzte Woche versucht, das alles zu hinterfragen, aber die Leute haben ihm dann einfach nur gesagt, er soll sich um seinen eigenen Scheiß kümmern. Und das ist, ja, jetzt macht er einen neuen Job und guckt nicht zurück. Er wird sein Bestes versuchen, Er versucht halt jetzt quasi, dass er den Kollegen, dem er diese Nachricht hier schreibt, bei der neuen Firma unterbekommt. Und weil er sagt, die Bezahlung ist gut und die Vorteile sind richtig geil. Also sprich, ja, man kann machen, was man will und wird dafür auch noch bezahlt. So, Zeit, um nach Hause zu gehen, sagt er, denn ich habe hier schon 2 Stunden Tales of Runeworld gespielt. Weiß nicht, ist das ein echtes Spiel? Es klingt irgendwie so, als wäre das ein echtes Spiel. Ja, also quasi, er fällt gleich in Ohnmacht. Er ist so erledigt, hehe. So, er hofft, dass niemand das hier lesen wird, abgesehen von uns. Oder er kriegt sehr großen Ärger. Haha, aber was wollen sie denn schon tun, denn er kündigt den Job eh. Es ist nicht so, als wenn sie ihn an einen Stuhl fesseln können und ihn dann verprügeln können dafür, dass er seinen Job nicht macht und kündigt. See ya und gezeichnet mit Mark. An dem Stuhl hier ist auf jeden Fall keiner gefesselt. Was? Scraper. Es sah auf jeden Fall so aus, als wenn oben irgendjemand verprügelt wurde. Okay. Ja, das ist schön, dass der jetzt nach oben fährt. Ich würde gern da nach unten gucken. Da ist wahrscheinlich was, wo wir runter müssen. Hüpp. Autsch. Ja. Das ist wirklich ein super Bösewichts-Logo und irgendwie sieht das hier merkwürdig aus. Verdammt nochmal, wo sind wir hier? Okay, da ist die Reinigungskraft, die nicht wirklich sauber gearbeitet hat. Wir sind jetzt quasi im Keller und es wirkt... Oh, da ist ein Schild. Dreht sich die Kamera zu uns? Ja, die dreht sich zu uns. Die sieht uns aber nicht, oder? Nö, die sieht uns nicht. Da arbeitet kein Sicherheitspersonal. Also was steht hier? ICR Facility ist hier auf unserer Etage. Research ist auf der Etage darunter. Finanzen, Security und... Ah, da unten wollen wir hin. Zu HR wollen wir, soweit ich das gesehen habe. Cool. Aber ich würde trotzdem mir erstmal Pirandello Kruger. Also das Logo sieht irgendwie echt aus, als wäre das hier quasi eine Verbrecherorganisation. Naja, dann nehmen wir mal die Treppe. Huch, was war denn das eben für ein Lag? So, mal sehen. Jetzt sind wir im Research. Die Dinger? Das sieht mir nicht nach Research aus, das sieht mir eher nach Befragung aus. Okay, gut, das sieht mir nach einer weniger erfolgreichen Befragung aus. Mal sehen, was ist hier? Oh, okay. Ich glaube, wir haben unseren Mitarbeiter gefunden, dessen Monitor ebenso beschriftet wurde. So, hier ist auch nichts. Ich hoffe übrigens nicht, dass ich irgendwie Cut-Sequenzen oder so verpasst habe, weil ich den Monitor jetzt nicht angeklickt habe, in der Hoffnung, dass da quasi eine Zwischensequenz abläuft. Security Level C, Authorized Personnel Only. Oh, wir sind autorisiert scheinbar. Ja, gut. Können wir den betätigen? Nö. Den können wir betätigen. Aber ich wäre liebend gern auch aufs Dach geklettert. Aber ich kann nicht. Ich kann gerade nicht springen. Ich kann einfach nicht springen in diesem Fahrstuhl. Springen hat die Dame verlernt. Jackpot. Ich habe das Nervenzentrum gefunden. Könnte eine Art Trainingsraum sein. Drake. Wofür trainieren Sie sie denn? Als ob es in dieser Stadt noch irgendwas gäbe, was Sie noch nicht verboten oder besteuert haben. Was bleibt denn noch, hä? Wir. Merc, hol deine Waffe. Du weißt doch, dass ich sie immer bei mir habe. Wieso? Dieses Training, Merc. Dieses Projekt Icarus. Pirandello Kruger. Sie unterstützen nicht die Polizei. Sie werden trainiert, um uns zu jagen. Uns, die Runner.
Alles okay da oben? Ruhig wie ein Grab, nur ich, die Vögel und die beste Überwachungsausrüstung, die man auf dem Schwarzmarkt bekommt. Das ist der. Der? Der Typ vom Einkaufszentrum. Dieser weiße Anzug. Hab ihn am Deck eines Schiffs im Hafen gesehen. Hör zu, Faith, du hast genug getan. Im Moment scheinst du mitten in der Höhle des Löwen zu sein, also mach, dass du da rauskommst. Der Funk flippt aus, die Cops haben dich entdeckt, nichts wie raus. Ach, jetzt schon wieder irgendwelche Cops. Jetzt kann ich wieder steuern. Alter, was ist das denn für ein Superhero? Alter, lasst mich... Ich will doch nur weglaufen, Leute! Aber nein, da kriegt man ständig irgendwo in den... Der Funk flippt Tschüss. Aus, die Kopf haben dich entdeckt. Da ist noch so ein Ninja. Alter! Sag mal. Ich hab jetzt keinen Bock auf euch, Leute. Da ist eine Kiste, aber die nützt mir nichts. Ich hab keinen Bock auf die. Ich will hier weg. Ich laufe jetzt einfach nur. Ich dreh mich nicht um. Nein! Fuck. Alter, leck mich doch. Wo kommen die auf einmal alle her? Och, nö. Jetzt. Zwei. Was erwartet ihr bitte, Leute? Die Kopf haben dich entdeckt. Nichts wie raus. Ja, super. Nichts wie raus. Ja, ein bisschen schwergängig ist unsere Fay hier. War doch ihr Name, oder? Ja, ich weiß, wenn ich da links laufe, geht gleich die Tür auf da hinten. Und dann kommt da noch ein Arschloch raus. Alter, ich wollte dich mal entwaffnen, aber nein, entwaffnen ist nicht drin. Der Funk flippt aus, die Kopf haben dich entdeckt, nichts wie raus. Na, wie wär's mal mit Entwaffnen hier? Bisschen Spucke aufs Mikro gekommen. Da oben ist noch einer. Ich wollte mich hier eigentlich mal in Ruhe umgucken, aber... Nee, der Weg, den ich eben genommen habe, ist schon richtig, so wie es aussieht. Liegt auch nicht irgendwo noch eine Waffe rum oder sowas? Ja, ich höre es schon. Hinter mir ist einer. Der schlägt da irgendwelche Purzelbäume. Oh, hinter mir sind drei. Wollt ihr mich verarschen? Vor allem ist sie auch irgendwie... Sie können ruhig ein bisschen schneller laufen, habe ich so den Eindruck. Merkwürdig. Sonst ist sie irgendwie schneller. Noch ist keiner hinter mir her. Ich hab keinen Bock auf dich, Junge. Na? Alter, hoch da! Sag mal, was bist denn du heute so lahmarschig, Mädel? Da ist der Ausgang, da ist der Ausgang. Jetzt gibt sie Gas! Nein! Scheiß Tür. Das war total die Action. Wo kam denn eben dieser... Ja, super. Eine Fahrstuhlfahrt ist lustig. Eine Fahrstuhlfahrt ist schön. Ja, wir wollen alle diese Special Agents in Unterhosen weinend sehen. Ja, leck mich doch. Alter! Ja, sag mal, was geht denn hier ab? Ich will weglaufen. Ich wollte euch nicht anstarren. Heppa. Scheiße, wo soll ich da hin?
Ah, das kenne ich doch hier irgendwoher. Sind die immer noch hinter mir her? Na toll, da sind schon wieder die Bullen. Und da oben ist der Special Agent. Leg dich nicht mit denen an, lauf! Ah, leck mich doch! Nein! Nein! Fuck! Alter, das ist jetzt... Ich will nicht sagen anspruchsvoll, aber... Es ist schon... Wow! Vor dir sind Bahngleise. Das könnte ein Weg raus sein. Es ist schon gar nicht so einfach hier jetzt gerade. Wow, Alter! Bist du an den Schienen? Lass dich mitnehmen. Jetzt ist der Wichser auch schon wieder hinter mir. Das gibt's ja wohl nicht. Scheiße. Da sind zwei. Alter, wo komme ich denn hier weit? Ja, nein! Lass mich in Ruhe, ihr Penner. Komme ich denn hier an dieses Seil dran? Nein! Menno! Alter, lass mich in Ruhe, du. Du Schwachmat. Nein! Fuck! Der kommt da rauf? Warum kommt der da rauf und ich nicht? Alter, fuck, nein! Alter, nein! So. Bist du an den Schienen? Lass dich mitnehmen. Nein, da kommt sie natürlich nicht ran. Ah, das gibt's ja wohl nicht. Da ist ein Sprungbrett. Ja, gut, okay. Der Zug kam pünktlich diesmal. Nur ich war nicht in der Lage, ihn auch zu nutzen. Wobei ich mich gerade frage, was passiert? Nein! Ja, was passiert, wenn ich da runterfalle? Nein, ich wollte mich nämlich fragen, was passiert, wenn ich Anlauf nehme. Weißt du, wir von den Tipps geben, Face, hau ab! Nein! Ich dachte, ich komme an das Seil ran. Muss ich über... Vor allen Dingen, lässt du hier von ihnen Tipps geben? Ja, lässt du dich von ihnen in den Po poppen? Weißt du, wir von den Tipps geben, Face, Schnauze. So, das meinte ich. Gute Arbeit. Ich werde versuchen, die Infos über Icarus zu verbreiten. Ich muss die anderen Runner warnen. Tu das. Ich nehme diesen Kerl mal vor. Alter, geht doch. Bitte stürm da nicht einfach rein, Kleine. Das ist Popes Mörder. Da draußen könnten noch mehr Cops sein. Es ist zu riskant, einfach zu Fuß zum Schiff zu gehen. Sie werden dich sehen. Es muss einen Weg geben, heimlich reinzukommen. Okay, wir sind also auf Stealth-Mission. Das heißt, ich muss da irgendwie heimlich reinkommen. Ich wollte da drunter durchrutschen. Hört sich an, als könntest du blinder Passagier spielen, Face. Schnell, bevor er weiterfährt. Was, bevor wer weiterfährt? Ach scheiße, da muss ich auf die Klimaanlage hüpfen. Nein! Ich vergesse es jedes Mal, dass das Mädel über Zäune immer nur so einmal so weicheimäßig einmal so hüpft. So, jetzt hier einmal über die Tau drüber und dann kriege ich Rente. So. Tja, hier kann ich rüber. Okay.